Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video, wieder mal auf diesem Kanal, eine Simulation. Die hat es in letzter Zeit ja nicht so oft gegeben. Ich zeige euch aber gerne wieder, wie eine Psychotherapiesitzung ablaufen kann, nicht muss. Und wir gehen gleich mitten rein in die Situation. Stell dir vor, ich bin, wenn ich hier sitze, in der Position der Psychotherapeutin. Wenn ich da drüben sitze, bin ich in der Rolle der Klientin. Los geht's. Sie haben gesagt, Sie möchten was ansprechen heute in der Sitzung. Und ob ich mir schon vorstellen kann, haben Sie mich gefragt, was es denn sei. Ich möchte einfach von Ihnen hören, was für Sie heute wichtig ist. Erzählen Sie einfach unzensuriert, was gerade da ist. Sie gucken mich so an. Ja, also ich denke, dass Psychotherapie an sich keinen Sinn macht, denn ich muss mir Ihre Aufmerksamkeit und Ihre, wie soll ich sagen, Ihre Anerkennung, Ihre Wertschätzung muss ich mir quasi kaufen. Und ehrlich gesagt, gefällt es mir, wenn ich bei Ihnen in der Sitzung bin und da fühle ich mich auch gut aufgehoben und gesehen und alles, und wenn ich dann rausgehe, fühle ich mich komplett kaputt und es ist eigentlich dasselbe wie bei der vorigen Therapeutin. Da war es ganz gleich, da war ich halt noch jünger, aber da hatte ich auch das Gefühl in der Sitzung, ich bin willkommen, und kaum war die Sitzung zu Ende, nach 50 Minuten war ich nicht mehr willkommen und habe ich mich zumindest nicht mehr willkommen gefühlt, weil dann kam ja schon die nächste Person rein. Und ich finde, dass das ein Riesenproblem ist, dass mir ein Psychotherapeut ja nicht erklären kann, dass das echte Gefühle sind, wenn sie mir zum Beispiel sagen, sie mögen mich oder sie, weiß ich nicht, sie schätzen mich, oder sie können ja auch nicht sagen, dass ich ihre Lieblingsklientin bin. Das wäre ja dann unfair gegenüber den anderen. Außerdem können sie das ja auch nicht zu jeder sagen. Also sie sind ja eigentlich in einem totalen Dilemma. Sagen Sie mir jetzt, dass Sie mich mögen, kann es irgendwie grenzüberschreitend sein, weil Sie mich ja nicht zu sehr mögen dürfen. Sagen Sie nichts, empfinde es ich wieder als kalt und als emotionslos möglicherweise. Und wenn Sie aber sagen, warum ich das überhaupt wissen will, denn Sie stellen ja oft auch einfach bloß eine Gegenfrage, ne? In der Psychotherapie ist das ja so üblich, dass man eine Gegenfrage stellt, warum ich das wissen will, warum das so wichtig für mich sei, ja, dann ist es für mich ja auch wieder wie eine Zurückweisung. Also im Prinzip sind Sie voll im Dilemma. Sie können ja eigentlich nie eine Klientin wirklich zufriedenstellen. Wie fühlt man sich, wenn man niemanden zufriedenstellen kann und immer mit so einem ungenügenden Gefühl die Leute aus der Praxis entlassen muss? Ich meine, wie können Sie sich damit wohlfühlen? Das meine ich jetzt überhaupt nicht aggressiv, sondern ich frage mich das nur die ganze Zeit, was ist das Erfüllende an so einem Beruf, wo man ja nie die Wünsche der Klientinnen wirklich erfüllen kann, weil eine Klientin wünscht sich ja Begleitung im Alltag und dass sie halt wie eine Freundin sind und sich wirklich, wirklich um sie kümmern wollen und halt immer erreichbar sind und sich wirklich, wirklich interessieren und nicht nur in der Stunde. Ich frage mich echt, Sie müssen es nicht beantworten, um Gottes Willen, aber ich frage mich echt, wie geht man damit um, dass man eigentlich keine Wünsche erfüllen darf? Weil wenn Sie Wünsche erfüllen würden und wirklich jetzt mit mir mit nach Hause kämen und mit mir einen ganzen Tag verbringen würden, wäre das ja auch eigentlich gegen das Gesetz, oder? Das wäre dann ein Verstoß, das wäre dann eine Grenzüberschreitung und keine Ahnung, ich bin jetzt momentan komplett durch den Wind von meinem eigenen Reden, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Psychotherapie macht null Sinn. Das ist ein wichtiges Thema. Sehen Sie, genau, und das ist es. Genau das ist es. Sie haben jetzt ein Paradebeispiel gebracht. Was sagen Sie? Sie reagieren nicht wie ein normaler Mensch, sondern Sie sagen, nach einer Pause wohlgemerkt, nach einer Pause sagen Sie dann, das ist ein sehr wichtiges Thema, oder
warum beschäftigt Sie das jetzt? Oder was kann ich jetzt für Sie tun, damit Sie das nicht mehr so quält? Oder warum glauben Sie? Es ist keine normale Reaktion. Es ist einfach eine Fake-Reaktion. Für mich, nichts gegen Sie persönlich, aber für mich ist das eine Fake-Reaktion, weil ich mir denke, jeder normale Mensch würde jetzt sagen, okay, das ist so, Sie müssen damit klarkommen. Sie müssen nicht damit klarkommen, Sie kommen ja damit klar. Sie kommen ja schon eine ganze Weile zu mir. Und kommen Sie mir jetzt bitte nicht, also ich bin nicht aggressiv, auch wenn das so wirkt, aber ich will nur eins sagen, kommen Sie mir nicht mit der Nummer, Sie sind ja schon eine ganze Weile da und das ist doch der Beweis, dass es Ihnen was bringt und dass es Sinn macht. Nein, macht es nicht. Nur weil ich hier hinkomme, heißt das ja nicht, dass das Sinn macht. Ich frage mich die ganze Zeit, was macht eine Psychotherapiesitzung überhaupt Sinn? Ich komme hin, ich kann die Hälfte der Sachen gar nicht sagen, weil ich irgendwie blockiert bin. Sie können mir auch nicht sagen, wie ich die Blockade lösen kann. Sie sagen immer nur, Sie begleiten mich und ich soll darüber reden, wie schwierig das ist und reden und reden. Und dann vergeht Stunde um Stunde und nach jeder Sitzung, wenn ich hier rausgehe, habe ich das Gefühl, ich habe wieder nicht das auf den Punkt gebracht, was ich auf den Punkt bringen wollte. Und Sie sind ja auch eigentlich in einer jämmerlichen, in einer denkbar blödsinnigen Situation, denn Sie wollen mir helfen. Und ich kann Ihnen aber nicht sagen, wie, und Sie wissen ja auch nicht, wie Sie mir helfen können. Also sind wir beide vollkommen hilflos und ratlos? Ist das Psychotherapie, dass zwei Menschen, die sich nicht mal gut kennen, hilflos und ratlos sind und ich meine Hilflosigkeit und Ratlosigkeit mit jemandem teilen kann? Geht es vielleicht darum? Ja, es geht auch darum. Auch, nicht nur. Es geht auch darum, die Hilfe und Ratlosigkeit, dass ich es noch rauskriege, das hat mich jetzt wirklich ein bisschen überrumpelt, was Sie da jetzt alles so komprimiert gesagt haben. Und ich sage jetzt nicht nochmal, dass das wichtig ist, weil sonst provoziere ich oder triggere ich Sie wieder. Aber die Hilfe und Ratlosigkeit miteinander zu teilen, ist eigentlich eine schöne Definition von Psychotherapie. Nein, ich will jetzt nichts weg- oder schönreden. Ich finde es gut, dass Sie sich jetzt mal hier äußern, dass Sie laut denken können und dafür ist die Psychotherapie auch im Rahmen. Und Sie haben schon recht, es ist für mich auch manchmal nicht zufriedenstellend, vor allem wenn Sie sich verkannt fühlen, wenn Sie sich vielleicht sogar missbraucht fühlen. Und das habe ich jetzt so zwischen den Zeilen rausgehört. Ist es denn wirklich so, dass da regelrecht das Misstrauen da ist, ob ich es ernst mit Ihnen meine, ob das Ganze hier authentisch ist, ob das Sinn macht? Woran würden Sie denn merken, dass Sie diese Klarheit hätten oder was könnte Ihnen diese Klarheit bringen, dass es Sinn macht, dass es nicht vertane Zeit, vertanes Geld ist, für uns beide vertane Zeit ist, vergeudete Zeit. Woran ich das merken würde, ja, ich würde mich anders fühlen. Jetzt fühle ich mich irgendwie veräppelt. Ich fühle mich in jeder Situation dieser Psychotherapie am Ende, nicht von Ihnen als Person, um Gottes Willen, ich fühle mich veräppelt. Von mir selber fühle ich mich verarscht, weil ich zu jemandem gehe, der mich nicht mal sehen will. Wenn ich diese Therapie abschließen würde, was wäre? Nichts wäre. In Ihrem Leben wird alles flott und locker weitergehen. Sie hätten die nächste Klientin, die zu Ihnen kommt und dann wieder irgendwann verschwindet. Und ich würde mir eine neue Therapeutin suchen oder eben versuchen, dahin zu strugglen und zu straucheln ohne Therapie. Keine Ahnung. Life goes on, so what? Cut, meine Lieben, ich glaube, dass dieses Video, diese Szene zwischen den beiden, die er veranschaulicht hat, was manchmal vielleicht nicht in der heftigen Form, aber doch ein Riesenthema ist, nämlich, wozu ist Psychotherapie gut, wie wirkt sie überhaupt, wie merkst du überhaupt, dass sie wirkt, wirkt sie denn überhaupt, beziehungsweise ist das alles echt, was deine Therapeutin macht, oder macht sie das nur so Dienst nach Vorschrift mäßig? Das sind Themen, auf die will ich jetzt im Einzelnen am Ende dieses Videos nicht nochmal eingehen, aber nicht, weil es nicht von Interesse und Belang ist, sondern weil ich das schon in vielen anderen Videos thematisiert habe. Guck doch gerne ein bisschen gröberer auf diesem Kanal. Teile auch gerne die Videos, lass gerne ein kostenloses Abo da und schreib sehr, sehr gerne fürs nächste Kommentare. Kommentieren deine Kommentare zu diesem Kommentare, dass ich es rauskriege, zu diesem so wichtigen und heiklen und sensiblen Thema. Zur Beziehung von Psychotherapeutin und Klientin oder Patientin in die Kommentare.
dann schreibe ich gern was dazu. Oder wenn ich nicht schreibe, so mache ich eben im Video Kommentare kommentieren was daraus und kann auf dich unmittelbar reagieren. Das ist ja das, was wir jetzt neu machen hier auf diesem Kanal, dass wir interaktiver sind. Freue mich, wie gesagt, wenn du ein kostenloses Abo da lässt. Freue mich auch über jedes Däumchen hoch und freue mich extrem über jeden Kommentar von euch. Tschüss, bis gleich, freue mich auf dich.